So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 2. Wir sind hier gerade in Dreistein. Haben uns ja ein bisschen mal mit den. Ja, Moment. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Nur, dass ich es hinkriege. Das war anvisieren. Laufen, Kamera, okay. Finde ich sehr lustig, was man so alles hinkriegen kann. Haben wir noch. Nee, falsch. 4000 Goldstücke reicht, glaube ich, nicht, um was zu lernen. Aber wir kriegen hier immer wieder was. Das ist sehr nützlich. Jedenfalls haben wir letzte Folge dann eine Waffe bekommen. Ich weiß gar nicht, war es letzte Folge? Jedenfalls heißt die Waffe hier, glaube ich, Erlösung. Im ersten Teil hieß sie Gnade. Und mit dieser Waffe können wir auch auf jeden Fall etwas Schönes machen. Und darum reiten wir jetzt los. Und ja, ich glaube... Ach nee, Quatsch, die Pistole haben wir schon länger, glaube ich. Quatsch, wir haben die Pistole ja schon relativ früh gekriegt. Wir brauchten die ja um... ich bin heute aber auch verpeilt, glaube ich. Oder? Nee. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Hier gibt es irgendwo auch Wulgrim. Von dem möchte ich mal einen Zufallsgegenstand kaufen. Hier wird Wulgrim halt nicht für Schnellreisen benötigt, weil man kann das in diesem Spiel ja zum Glück ganz normal. Ach nee, Wulgrim war auf dem anderen Weg. Aufs Pferd und los. Man kann übrigens auch vom Pferd schießen. Ne, Quatsch, wir haben das Ding gebraucht, um hier durchzukommen. So war das. Stimmt, wir sind dann hier. Bisschen weiter. Warum waren wir denn wieder in Dreistein? Nicht blöd. Ach ne, wir haben diesen optionalen Dungeon gemacht. Jetzt bin ich wieder bei euch. Also das war jetzt gerade eine... blöde Einführung oder blöde Zurückfindung. Dächer heißen, finde ich schon so ein bisschen unpassend oder unpraktisch gewählte Namen. Noch irgendwo sonst wer? Nee, aber ein bisschen Gold liegt da rum. Nee, Quatsch, nicht Gold, das ist ein Heiltrank. Unmöglich. Ach, wenn ich den nicht nehmen kann, dann benutze ich ihn direkt. Ist doch praktisch. Ach, hier ist noch einer. Also ein Viech. Aber er hatte Gold dabei. Stimmt, bin ich jetzt hier lang gegangen letztes Mal? Ich weiß es gar nicht. Stimmt, in die zerschlagene Schmiede bin ich gegangen. Da müssen wir aber gar nicht lang. Die haben wir ja geschafft. Stimmt, wir haben da diesen Hammer gefunden. Jetzt kommen wir hier hoch, weil wir da noch nicht weiter dürfen. Da ist ja dieses blöde, böse Tor im Weg. Sieht so aus, als könnte man da eine Menge in die Luft jagen. Hier macht die Waffe irgendwie mehr Schaden, habe ich das Gefühl.
gerade ziemlich laut auf meinen Ohren. Muss ich da irgendwas ganz Bestimmtes in die Luft jagen? Ich glaube nicht. Die wachsen, glaube ich, immer wieder alle nach. Jo. Ach, da backt noch einer. Gleich nicht mehr. Tja. So kann's gehen. Eine Fährmannsmünze. Irgendwo wird Wulgrim schon noch sein. Von hier aus kann ich das Ding aufmachen. Immer diese nur von einer Seite aufmachbaren Türen. Ist das Ding hier irgendwo? Also ich suche was Bestimmtes. Und das lag irgendwo abseits. Der Fjord, das klingt doch schon mal schön. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ja, sind wir. Oh, hallo, Fleischling. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich wollte gerade fragen, wer du bist. Oder eher was. Ich heiße Schwarzenwurz. Und ich habe Hunger. Und worauf genau? Nur auf die besten Steine. Ich kann diese Leckerbissen anlocken. Aber es ist Jahrhunderte her, dass welche in Reichweite waren. Ich muss hier auf meinen Herrn warten. Ich werde verhungern, wenn mir niemand hilft. Dein Volk steht am Rande der Vernichtung und du bittest mich, dich zu füttern? Wenn es nicht so viele Umstände macht. Nimm das. Es wird den Stein zu dir führen, sodass du ihn mir bringen kannst. Dann werde ich ihn mit großem Vergnügen essen. Und ich werde dich belohnen. Du isst? Ich bin nicht wie andere Kreationen. In meiner Gestalt hat das Leben Wurzeln geschlagen. Ich muss gefüttert werden, sonst wird es mich verzehren. Okay. Was ist mit deinem Herrn? Von ihm rede ich nicht. Ich erinnere mich auch nicht an ihn. Er verließ mich vor Äonen. Jetzt bin ich hier gefangen. Wie lange bist du schon hier? Ich sammle meine Kraft seit Jahrhunderten und meine Wurzeln reichen tief. Das ist mein Problem. Ich würde gerade sagen, hier ist doch noch... Ja. So, man hat jedenfalls da gerade was gekriegt. Ja, Lockstein. Der Lockstein verbindet sich mit einem beliebigen, getroffenen, verzauberten Stein und zieht ihn zum Besitzer hin. Schießen Sie mit Erfolg auf den verzauberten Stein, um ihn zu erwecken. Der Lockstein macht dann den Rest. Das heißt, jetzt haben wir die Möglichkeit, bestimmte Steine zu sammeln. Und die ihm zu bringen. Und dann erhöht das, glaube ich, Attribute von uns. Abhängig davon, welche Steine wir dem geben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, da ist auch schon einer. Aber ich muss da, glaube ich, in eine bessere Position für. Oder, ach nee, das habe ich mir, glaube ich, nur eingebildet. Das ist keiner. Schade. Aber irgendwas muss hier doch sein. Nee, nur schwammige Texturen. Gut, dann ist das hier einfach nur um hübsch auszusehen. Wir haben dann jetzt auch gekriegt, was wir so für Steine finden können. Das ist kein Ort für ein Pferd. Scheiße, wie soll ich denn sonst da rankommen? Na, egal. Ich habe jetzt nicht vor, alle Steine, die es gibt, zu sammeln. Es gibt nämlich eine ganze Menge. Der Trick bei denen ist einfach nur, nicht lange genug in Reichweite zu bleiben. Oh, das war knapp. Ja, das lief doch mal gut. Aber zu dem wollte ich, den hatte ich gesucht.
Ah, da hinten sind noch Gegner. Ach komm, steige ich mal ab. Okay, wie du willst. Hoppla, jetzt bin ich aus Versehen aufgestiegen. Ein Vagabundengewand. Naja, zur Not kann man es verfüttern. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ah, da vorne? Ist das wieder ein optionaler Dungeon? Ich weiß es nicht. Irgendwas wurde doch gerade gedroppt, oder? Das war so ein metallisches Klingen. Na egal, hier ist auf jeden Fall was, wo man rein kann. Moment. Vielleicht aus dem Wasser? Ich weiß es nicht. Ich muss mich hier mal umsehen. Da vorne ist auch wieder eine Fährmannsmünze. Ich gehe erstmal eine Runde schwimmen. Immer alles erkunden, wir haben es ja nicht eilig mit der Story. Irgendwas ist hier doch sicher noch. Man kann übrigens im Gegensatz zum ersten Teil unter Wasser nicht kämpfen. Aber hier scheint nichts weiter zu sein. Aber hier... Ach nee, das ist wieder der... Oder? Ich glaube, ich gehe erstmal über diese kaputten Teile hier. Oder kann ich hier noch gar nichts machen? Ich weiß es nicht. Ja, da muss ich irgendwie rüberkommen. Das kann ich gerade gar nicht. Glaube ich. Ich weiß gar nicht, kann man das später? Zu der Kiste kommen wir dann wohl wann anders. Aber hier ist sicherlich irgendwas. Zumindest sind hier Kisten. Und sonst ist hier irgendwie nichts. Muss mal schauen, ob ich irgendwie von hinten da rein kann, weil von hier aus geht's nicht. Ach komm, steige ich wieder ab. Diese Krallen, die wir gekriegt haben, sind mal der Hammer. Wir nieten Gegner einfach so schnell um. Ich glaube, das Vieh hat Angst vor uns, wenn es brennt. Verteidigung runter, gefundenes Gold hoch. Komm, nimm mal. Verteidigung, pf, wer braucht das? Kann man hier irgendwie klettern? Ich hoffe es mal. Ah, hier geht's. Wobei man dafür ein spezielles Item braucht. Wunderbar. Hier kann ich also erst hin, wenn ich was Besonderes habe. Das ist kein Ort für ein Pferd. Warum denn? Nach kurzem Blick auf die Karte. Der Weg geradeaus führt also nicht zum Ziel. Ach, hier ist Oran, wer auch immer Oran ist. Ich glaube, da ist die Feuerprobe. Da kann man später hin, glaube ich. Ich gehe erstmal noch in den Tümpel zurück. Entschuldigung, das muss jetzt sein. Wobei, ich glaube, das mache ich in der nächsten Folge.
Ich hoffe, ihr habt Spaß im Let's Play. Lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da, wenn es euch soweit gefallen hat. Ja, bis zum nächsten Mal. Cheerio.